für Bodo. Er wollte wissen, wie man mit eMovie unter macOS Sierra eine animierte Reiseroute erstellen kann. Die Aufgabe: Es gibt bereits einen Film, dem eine Reiseroute als Vorspann hinzugefügt werden soll. Hier jetzt die Schritte. Der Film ist also in der Timeline. Und aus der eMovie-Bibliothek suche ich mir hier oben die Hintergründe aus. Und jetzt gehe ich hier zu den Kartenhintergründen, suche mir das Design aus, was mir gut gefällt und ziehe das mit Drag and Drop hier an die erste Stelle. Jetzt gebe ich hier oben rechts den Startort ein. Als Zielort gebe ich hier Paris ein und mit Klick auf Wiedergabe schaue ich mir das an. Prima, mein Vorspann ist fertig.